So, liebe Leute, ich bin wieder da. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 23 auf der PS5. Heute steht das große Topspiel ins Haus. Es empfängt der Erste, also wir, den Zweiten, Atletico Madrid. Und dahinter lauert der FC Sevilla. Und die möchten natürlich auch hoffen, dass da vielleicht vorne ein Unentschieden rauskommt, dass sie da mit dem Sieg den Dreikampf erhöhen. Dann ist Barcelona noch dahinter. Also es wird spannend. Es wird durchaus spannend, weil Sevilla, Barca, die werden lauern. Wenn wir nämlich nur Unentschieden spielen gegen Atletico oder sogar verlieren, sind wir wieder so ein bisschen raus aus der Nummer. Aber wie gesagt, es steht noch nichts an. Es steht noch nichts fest. Atletico kommt gerade mit dem Derby-Sieg dahinter. Die haben nämlich gegen Real 1-0 gewonnen im letzten Spiel. Also, und wir haben das frühere 6-3 bei Rayo Vallecano gehabt. Ja, zweimal hinten gelegen, nämlich 0-1 und 2-3 und dann das Ding am Ende noch gedreht. Ich habe jetzt erstmal das Topspiel gegen Atletico mit dem Sieg. Sind wir wieder so ein bisschen weg da oben, ne? Na dann, auf ins Bett. Warum muss irgendwas ändern? Boah, die haben auch gute Offensive. Also 5er Verteidiger dahinter, dazu noch ein 6er, 2 8er. Ja, so einfach ist es nicht, die zu knacken. Es wird nicht einfach werden. Der Erste gegen den Zweiten. Beide wollen natürlich heute gewinnen, wollen sich da oben festsetzen. Wir sind live vor Ort hier im San Mamés. Lassen Sie sich das nicht entgehen. Ich finde ja auch geil, diese Voreinblende mit den Fans und alles drum und dran, wo die sich in der Stadt treffen und so. Das finde ich einfach geil. Das feiere ich gerade extrem auf dem PS5. Hallo liebe Fans, hier aus dem Estadio San Mamés, wo es derzeit regnet. Wir begrüßen Sie recht herzlich zu dieser heutigen Begegnung. Am Mikrofon sind heute wieder mal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute freuen wir uns auf ein Spiel aus der La Liga Santander. Athletic Bilbao gegen Atletico Madrid. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, auf das ich mich schon seit Tagen freue. Eingeblendet die Aufstellung von Bilbao. Sie spielen heute mit einer Raute im Mittelfeld. In der taktischen Formation ist das ein 4-4-2, auch wenn sie da im Mittelfeld, das ist im modernen Fußball so, sehr variabel. Das ist die Aufstellung von Atletico Madrid. Im Tor steht Jan Oblak. Koke steht mit Jeffrey Konokbia im Mittelfeld. Und sie beginnen das Spiel mit zwei Stürmern. Na, das ist doch schon mal eine Ansage. Die wollen offensiv agieren. Es ist schon erstaunlich, wie gut Bilbao immer wieder vorne mithalten kann. Ja, Wolf, und das, obwohl man nie von seinem Konzept abgerückt ist, nur mit baskischen Spielern aufzulaufen. Da kann ich nur sagen, Respekt. Ich habe nur gerade ein bisschen, ich will nur gerade ein bisschen Atmosphäre schnuppern lassen. So, wir haben einen, sie haben einen Schuss. Ich bin jetzt draußen. Los geht's, Topspiel. Wie gesagt, 1 gegen 2. Wer gewinnt, hat sich erstmal ein bisschen Luft jetzt. Und wie gesagt, dahinter lauern wir immer noch mit Barca und Sevilla. Schiedsrichterin gibt Vorteil. Ja, warte mal. Genau die richtige Entscheidung. Deswegen habe ich jetzt gerade. Und Guru steht da. 1-0. Yes! Gorozeta 1-0. Von dem ist so viel nicht zu sehen. Williams, der knipst. Und nach 4 Minuten macht's der andere. Da schauen wir uns die Entstehung dieses Treffers nochmal an. Erst kommt der gute Pass. Und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball. Ein Hammer. Drin ist er. Na dann, auf geht's. Und jetzt bin ich gespannt.
das Spiel hier entwickelt. Ganz enges Rennen an der Tabellenspitze, Buschi. Ja. Statt jetzt sind wir mit 29 weg. Also ganz ehrlich, hoffentlich bleibt es spannend. Gucke! Und dann ist Simon wieder im Kasten, natürlich zurück nach dem letzten Spiel, der Ersatzkeeper mal ein bisschen gespielt hat. Williams. Ja, Doppelpack mit Pass mit Muniain, der jetzt mal vorbeigeht gegen Renildo. Den lässt er mal kurz stehen und der gerade geht dann zu. So, mindestens gelb. Also, ja, 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 also ja. Ja, ja, hm. Hätte man doch rot gegeben können, ne? Mindestens dafür eine rote Karte oder so. Das wäre doch schön gewesen für den Gegner. Dem noch mal ein bisschen wehtun, aber gut. So, Freistoß, sag mal. Ich muss mich gerade nur ganz kurz entwirren, also es geht sofort los, weiter hier. Ich habe da gerade ein bisschen meine Kabel ein bisschen verwirrt. Da kommt die Flanke. Und wieder ein Freistoß drin. Oh ja, da war ein Tor Nummer 3 in den letzten Spielen. Yes. Nochmal der Blick auf die Wiederholung. Zunächst die Flanke und das ist einfach nur ein exzellenter Kopfball. Aber da fragt man sich, was macht der Keeper da draußen? Der war ja mal komplett im Nirgendwo. Wo auch immer der war, na gut, abgefälscht, ne? Aber trotzdem, also der war ja komplett out of order, der Oblak. Mir soll recht sein, 2-0 im Topspiel, Oyarzabal Ball. Doppel, wieder ein Treffer, drittes, jetzt läuft es gerade so ein bisschen für ihn. Im letzten Spiel 2 gemacht, jetzt macht er schon wieder eins. Memphis. Diepe. Vorwärtsbewegung jetzt, das sieht alles sehr überlegt aus. Jetzt eine Chance. Oh, Tor für Atletico, also wir kriegen es wieder nicht zu null hin. Griezmann. Wobei der, glaube ich, auch über 10 Ecken gefühlt ein Baske ist tatsächlich. Der. Also wenn er von da abschließen kann. Na ja, gut, das war viel zu einfach. Der war komplett. Anschlusstreffer also für Atletico. Mal sehen, was hier noch von der Mannschaft kommt. Das war viel zu einfach. Den haben wir viel zu einfach da laufen lassen. Goriseta, der Torschütze zum 1-0. Aber ich hätte noch wieder gern zu 0. Ach, zwar, das ist ein bisschen. Doherty. Matt Doherty. Gokke. Chance für den Konter. Kodakbia. Griezmann, Depay. Immer noch diese Aktion jetzt. Die Abwehr muss weiter maßab sein. Und wieder Tor, 2-2. Doppelpack, Doppelschlag, Entschuldigung, Atletico, gleich diese Partie aus. Und das ist wieder viel zu einfach. Sie haben super kombiniert, da stehen wir komplett weg. Aber was willst du da machen? Du willst ja irgendwie das Gegentor verhindern und dann passiert. Chapa übrigens, Eigentor, war nicht mal die Pay. Was hier nach dem 2-2 passiert. Fuck. Das war jetzt eigentlich nicht gedacht, dass wir so schnell den Ausgleich kassieren. Liebe Leute, ja, der hat noch kein Gelb. Okay, du hat noch kein Gelb. Das war nicht mal faul. Ich hätte jetzt auch einfach weiterlaufen lassen, okay? Ja, jetzt ist natürlich für Barcelona und für Sevilla, Entschuldigung, natürlich die beste Variante, wenn die hier auf Unentschieden spielen. Und das Spiel ist gedreht. Wir haben es komplett verzockt. Also, wer hätte das vorhin noch gedacht? Unglaublich. Boah. 2-3. Sicher verwandelt aus kurzer Distanz. Den macht er ganz sicher. Ja, klar, den lässt er sich natürlich nehmen. So. Also innerhalb von nicht mal ganz einer Viertelstunde komplett alles verzockt. Das ist ein enges Spiel. Großhitter. Vielleicht auch noch irgendwie mal wieder einen Ausgleich machen. Jawohl, 3-3, 31. Hin und her, eben das Tor auf der anderen Seite, jetzt direkt der Ausgleich, alles wieder offen. Schöner Alleingang, den schauen wir uns gerne nochmal an.
Niemand kann da was machen. Bleibt am Ball, setzt sich wunderbar durch. Und dann ist das Tor nicht mehr zu verhindern. Der Ausgleich ist gefallen. Jetzt heißt es 3. Was ein Spiel, ey. War das noch nicht alles? Ja, das war definitiv noch nicht alles, aber vielleicht kriegen wir es doch noch irgendwie wieder hingestellt. Regelon. Ja, eigentlich ist das Spiel, da durchzukommen. Boah, das war nicht mal absichtlich so. Oh ja, so ein Ball. Ah, Jimenez, Entschuldigung. Regelon. Der Paul. Könnte was werden. Und Simon. Jetzt mal geil an. Der probiert jetzt mal. Oh nein, das darf doch nicht passieren jetzt. Ball ist draußen, es gibt Abstoß. Abstoß. Also gerade so noch. Aber wie gesagt, das darf nicht passieren, solche Situation. Geray. Galan, der Torschütze. Gott. Der gerade diesen Fehler gemacht hat, natürlich. Sowas beabsichtigt. Oh, ja, da trennt er ihn fair vom Ball. Kein Foul. De Paul. Und Abflug jetzt. Ah, oh ja, sag mal, super, kann sich drehen, kann da mal rumgehen. Könnte die Führung werden. 4-3, Williams. Keine große Aufgabe mehr. Kein Abseits. Tor Nummer 7 in diesem Topspiel. Zweimal bitten, macht den Treffer. Oh ja, so mal Vorlage, der kommt jetzt langsam wieder ins Rollen. Also dieser Doppelpack und heute sein Tor. Machen soweit wieder so ein bisschen, bringen jetzt wieder ein bisschen Kohle. Also das zeigt, dass das Geld wert ist. Eigentlich war es ein Fehleinkauf. Aber wie gesagt, Stand jetzt. Sieht es wieder besser aus. So, nächster. Ja, Pause. Jetzt geht es erstmal in die Kabinen und dann legen wir hier gleich wieder los. Iñaki Williams dürfte heute sicher einer der wichtigsten. 2-0 geführt, 2-3 hingelegen. Jetzt führt man zur Pause mit 4-3. Das wäre natürlich überragend, wenn er das packen würde. In seiner momentanen Verfassung ist das denkbar. Also. Es ist ein spannendes Spiel. Ich guck mal gerade auf die anderen Ergebnisse, was da so noch dran hängt. Also so ist die da, Real Sociedad, wissen wir klar. Sevilla führt 1-0. Und damit wären sie zumindest, glaube ich, ziemlich punktgleich mit Atletico. Jetzt sind sie nämlich auch 26. Wir haben ja 29 jetzt. Stand jetzt. Ich guck gerade. Sonst ist da gerade gar nichts. Ne? Wir wissen doch drin Barcelona, ne? Aber die stehen gerade nicht in der, auf der Liste. Zumindest sehe ich es nicht. Okay, egal. Mit der zweiten Hälfte. Bilbao hat sich vor der Pause eine knappe Führung erspielt. Ja. Ja, so war es. Ubeldia. Gute Pässe davon, Bilbao. Sanchez! Rein damit ins Glück. 5-3 Bilbao. Zwei Tore, es läuft. Wow. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Eigentlich war das Ding ja tot. Der war ja viel zu weit weg eigentlich vom Tor mittlerweile. Harter Schuss aus der Halbdistanz. Besser kannst du das Ding nicht verwerfen. Und Simeone, der ist natürlich sowas von sauer. Gefühlt ist hier jeder Schuss ein Treffer. 5-3 jetzt also. Ja. Wie gesagt, letztes Spiel war ja auch schon dieses 6-3 bei Rayo Vallecano. Jetzt haben wir schon wieder 5 Tore. Also zumindest gemacht. Auch 3 kassiert. Also wie gesagt, zu 0 ist gerade nicht mehr so viel. Antoine Griezmann. Und Griezmann! Kein Problem, Simon. Ball kommt kurz. Griezmann. Ein fantastischer Treffer. Unfassbar, ey. 5-4. Der geht in die kurze Ecke, da ist die Wiederholung des Tors. Ich denke, Ronaldo, der in der ersten Halbzeit quasi eigentlich hätte meiner Meinung nach schon verpasst, wenn die gern müssen. Und der nächste, der jetzt zu lang ist, Koke, gelb. Eine Wahnsinnsleistung heute, 5-4 der Spielstand.
gelbe Karte hier gegen Atletico Madrid. Und jetzt darf er sich natürlich nicht mehr viel erlauben. Freistoß gegen Atletico Madrid. Freistoß für uns nochmal. Wie gesagt, wir können das ja mit den Freistößen. Es gibt einen Treffer im Coliseum Alfonso Perez. Wir haben hier das erste Tor für den FC Getafe. Der neue Spielstand damit 1:1. Gespielt sind. Ja, der ist einfach weit weg, der Ball. Vielen Dank. Aber Guruceta! Nee, da muss er sich und da war keine Hand im Spiel, also das wäre der nächste Elfmeter gewesen. Das war eine dicke Chance. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Iñaki Williams, nächster Treffer, 6:4. Jeder weiß, wo seine Stärken liegen, aber verhindern kannst du solche Aktionen doch nicht. Das ist schon klasse, wie er das macht. Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch. Kann sich durchsetzen und rein ins Glück. Kurze Ecke, Umlag wieder mal. Ja, der so gut war der jetzt auch nicht aus bei der Situation. Mir soll es recht sein, der Ball ist drin. 6:4, wir haben wieder eine 2-Tore-Führung. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Noch ein Tor. 6:4 steht Koke. Es in dieser verrückten Partie mittlerweile. Wie gesagt, es ist noch nichts vorbei. Es sind noch 25 Minuten. Wir haben 10 Tore jetzt gesehen. Geray, super gelöst, kann diesen Querpass verhindern. Ecke. Atletico bringt zwei neue Leute. Sie nehmen Koke raus, bringt Lorente. Klar, und Koke hat gelb gesehen gerade. Und jetzt gibt's Ecke. Und bringt Carrasco für Depay. Ecke. Kurz, bleib da hier, bleib hier. Schwasse. Dema. Und Elfmeter. Elfmeter für Atletico. Anschlusstreffer, Fragezeichen. Nur, dass es keine Karte gibt. Ja, und es ist Elfmeter. Leider ist es einer. Das ist eine Fehlentscheidung. Das war Griezmann und Tor. 6:5. Ich war in dieser scheiß Ecke drin. Er kriegt nur bis auf ein paar Zentimeter, kriegt er den nicht. Heißes Tor nochmal, das ist der Dreierpack und man merkt, die Abwehr hat große Probleme, finden keinen Mittel, sind da hilflos. Und jetzt stehen sie wieder im Mittelkreis, sie treffen selbst, sie bekommen die Tore rein, so Spiele gibt's halt manchmal. Also, es ist jetzt das 11. Tor. Nächster Angriff, Muniain. Muniain! Nein! Also das wäre es schon wieder gewesen, es ist 7:5 zu stellen. Auf 2 plus zu stellen. Es ist ein Topspiel, es ist ein geiles Topspiel, das macht gerade übelst Laune, aber jetzt musst du gucken, dass du das Ding irgendwie, also wenn das Ding gewinnst, ist es natürlich noch geiler. Auswärts gegen Espanyol Barcelona. Und natürlich kommentieren Griezmann und da war Simon, glaube ich, dran. So, nächste Ecke, jetzt blöde ich wieder irgendwas. Das ist nach wie vor gefährlich. Lema. So, sie haben den Elfmeter. Und es gibt den nächsten Elfer. Alter Verwalter, ey. Vencedor. Och, Mann, ist das eine ekelhafte Scheiße. Du führst mit 2 Punkten. Mann, ich krieg den wieder nicht gehalten, ey. 6:6, 78. Du schenkst dem Gegner hier gerade nur auf 2. Oh. So 6:6. Blöd. Das haben wir auch noch nicht so oft gehabt. Ne. Der Foul. Da gibt's jetzt den Einwurf. Hier könnt's jetzt nochmal gewinnen. Williams nochmal. Williams. Vielleicht irgendwie doch nochmal was machen. Er hat weiter den Ball. Zugemacht. Ganz souverän. Tolle Szene. Unglaublich, dieses 6:6 hier. Lass uns trotzdem kurz auf den nächsten Gegner schauen. Der nächste Gegner von Athletic Bilbao heißt Espanyol Barcelona. Heute ja. War das keine leichte Partie für sie. Das dürfte im nächsten Spiel dann ähnlich aussehen. Könnte die Führung werden. Yes! Und es müsste auch die Entscheidung sein. Tor Nummer 13 haben wir heute gehabt. 7:6. Hier sehen wir nochmal die Szene. Da macht er sein drittes Tor. Das ist ganz gut drauf.
Ja, Griezmann hat 4 gemacht. Der wird wahrscheinlich Match of the Day sein. Er wird wahrscheinlich Man of the Match sein. So ist es richtig. So, boah, was ein Spiel, ey. Fassbar. Aber gut, es ist zumindest so, dass man. So, jetzt kann man natürlich nochmal wechseln. Das können wir noch mal ein bisschen wechseln. Vielleicht irgendwie das Ding nach Hause jetzt fahren. Die Nummer. So, geht hier noch was? Oder war das die Entscheidung? Lange ist hier nicht mehr zu spielen. Also jetzt müssen wir hoffen, dass wir irgendwie das Ding nach Hause bleiben und dann nicht auf 7:7 stehen. Zu Belia. Bloß jetzt nicht nochmal eine Grätsche setzen. Carrasco. Griezmann. Nein. Aufgabe für Unai Simon. Die offizielle Nachspielzeit wird angezeigt. 3 Minuten gibt's noch extra. Und dann haben wir nochmal Muniai, der vielleicht jetzt noch was führen kann. Nur Muniai. Gut geblockt. Williams. Sun Shit. Pfeife ab. Yes. Top-Spiel gemacht. 7:6. Gastgeber. Sie haben es heute spannend gemacht. Spät, sehr spät fällt die Entscheidung. Aber was für ein Spiel. Aber was für ein Spiel. Also meine Mann aus Griezmann, der hat 4 heute gemacht, aber 2 später dabei halt. Dreierpack. Ja, was will man denn mehr? Ein Riesenspiel, eine Mega-Leistung bei diesem Sieg ist in dieser Form einfach nicht zu bremsen. Das hat man gesehen. Die Abwehr versucht. Wie gesagt, irgendwie das Ding nach Hause zu fahren. Klar, früher Führung, aber dann halt, wie gesagt, was für ein Match. Jetzt gehen wir kurz mal ins Interview. Das können wir doch auch schnell machen. Wir gucken mal auf die Ergebnisse. Ach ne, so schnell konnte ich jetzt gar nicht gucken. Ich konnte jetzt nicht gucken, was da passiert ist. Ja, Williams, der ist definitiv aber sowas von unverzichtbar. Sensationelle Leistung. Wir haben es einfach drauf. Das hatte nichts mit Glück zu tun. Ja, wieder 2 blöde Elfmeter, sonst wäre das Ding deutlicher ausgegangen. Aber egal, wir haben es gewonnen. Das ist erstmal wichtig. So, gut, dann wieder mal sein. Jetzt gucken wir kurz auf die Tabelle. Ja, wie gesagt, Atletico durch diese Niederlage sind die natürlich jetzt abgerutscht. Jetzt haben wir zumindest ein bisschen Luft nach unten. Spieltag Nummer 12, dann geht es gegen Espanyol auswärts. Nach diesem übelsten Krach. Wir haben 21 Gegentore mittlerweile. Also, ja gut, wir kriegen aber gefühlt auch irgendwie 3-4 pro Spiel. Aber wir kriegen es halt irgendwo offensiv noch gerettet, wie heute zum Beispiel dieses Spiel. Gut, ich verabschiede mich heute. Wir sehen uns morgen wieder um 2 und dann geht's weiter mit dem Duell bei Espanyol.